Heute bekommst du von mir die Top 5 Abiturtipps für 2019. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und jetzt steht das Abitur ja wirklich bei einigen schon so nah vor der Tür. Andere haben noch ein paar Monate, aber euer Abiturcoach lässt euch dabei natürlich nicht alleine. Abonniert auf jeden Fall jetzt schon mal diesen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Es werden jetzt jeden Tag Videos dazu kommen, wie du in der Oberstufe und jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten natürlich auch verstärkt in Bezug auf das Abitur, wie du da deine beste Leistung rausholst, auch die besten Ergebnisse in Form von sehr guten Noten bekommst, ohne eben gestresst oder irgendwie auch unter Druck zu leiden. Deswegen abonniere diesen Kanal, empfehle ihn weiter, gib einen Daumen nach hoch, wenn dir das Ganze gefällt. Und jetzt kriegst du eben meine besten 5 Tipps, damit dein Abitur ein richtiger Erfolg wird. Erstens, freu dich drauf. Und ganz ehrlich, das fällt so vielen so schwer, aber ganz ehrlich, vor allem diejenigen, die Angst davor haben, wenn du einfach mal dich auf das Abitur freuen würdest, wäre es der beste Hack ever gegen Angst. Denn Freude und Angst können hier oben niemals gleichzeitig stattfinden. Deswegen versuch, aus welchem Grund es für dich auch immer eine Freude ist, dieses Abitur zu machen. Finde deine Freude einfach nur, weil du dir dankbar bist, dass du dieses Schulsystem nutzen darfst, weil du weißt, dass danach vorbei ist. Oder, was meiner Meinung nach einer der größten Gründe sein sollte, du hast endlich mal Freiheit. Danach natürlich ganz besonders, aber du hast super viel Zeit und du kannst dir alles selbst einteilen. Wie geil ist das denn bitte? Ich finde das so mega, dass du dir die Sachen selbst einteilen kannst. Das fand ich persönlich am Abi immer so mega krass motivierend, weswegen es mir, glaube ich, da auch einfach leichter gefallen ist, dann auch meine 1,0 in den Abschlussprüfungen zu schreiben. Sprich, nutzt das. Ja, du hast endlich mal die Freiheit. Es gibt keine zu engen Termine. Ich weiß, bei manchen von euch ist es eng, aber ihr habt trotzdem die Möglichkeit, euch das jetzt im Vorhinein schon lange vorzubereiten. Niemand redet dir rein, wann du was irgendwas machen musst. Du kannst alles selbst gestalten. Mega, oder? Zweitens, Vorbereitung ist King. Sprich, hol dir bitte, ja, du hast einmal wirklich die Möglichkeit, ganz klar zu verstehen, was von dir gefordert ist. Im Internet kursieren bezüglich Mathe-Abitur, glaube ich, genug Sachen, wo es heißt, okay, das muss man können. Such sowas einfach, ansonsten frag deinen Lehrer, frag irgendwelche Streber bei dir, die es einfach immer schon perfekt drauf haben. Frag dir, was man können muss, mach dir eine Liste und das Allergeilste ist, du hast genug Zeit. Der einzige Grund, warum du fürs Abitur nicht genug Zeit hast, ist nicht in der Klausurenphase nichts. Du hast einfach nur nicht früh genug angefangen, okay? Deswegen bitte, tu dir einmal in deinem Leben den Gefallen. Zeig dir einmal, dass du rechtzeitig anfangen wirst und kannst. Du wirst es dir so krass dankbar. Du wirst dir so krass dankbar dafür sein. Und wenn du das gemacht hast, dann wird das Abitur auch wirklich Spaß machen. Ich verspreche es dir. Drittens, diskutiere mit deinen Mitschülern. Ja, das Geile am Abitur ist, dass quasi alle sich auf die gleiche Sache vorbereiten, auch Jahrgangsstufen übergreifend. Das heißt, es ist nicht mal zwischen den Kursen aufgesplittet, sondern alle bereiten sich gerade für, in Bayern muss man zum Beispiel ja Mathe und Deutsch machen, bei uns mussten alle sich aufs Gleiche vorbereiten. Und auch wenn es jetzt nur ein Kurs ist oder so bei dir, der sich darauf vorbereitet, alle bereiten sich auf das Gleiche vor. Deswegen nutz unbedingt auch die Möglichkeit, mit anderen zu sprechen. Weil beim Sprechen und dem Diskutieren und dem Austausch merkst du sofort, was du verstanden hast und was noch nicht. Und gerade in Bezug aufs Abitur ist das Verstehen so viel wichtiger als das Auswendiglernen. Deswegen nutze es unbedingt. Ich persönlich bin kein großer Fan von Lerngruppen an sich. Aber in Bezug aufs Abitur, mega geile Möglichkeit, vor allem wenn du schon viele Dinge weißt, das nochmal mit den anderen abzuchecken. Deswegen probier das unbedingt aus. Und das ist natürlich vor allem auch, wenn du mündliche Abiturprüfung hast, eine mega Sache. Weil wenn du daheim die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzt und da die ganze Zeit die Sachen lernst, aber nie mal darüber gesprochen hast oder von anderen auch was gehört hast und das aber in der Prüfung dann auf einmal tun musst, dann ist es natürlich wesentlich unerwarteter, als wenn du es davor schon mal gemacht hast. Wenn du ansonsten noch ein Video dazu haben willst, wie du die mündliche Abiturprüfung richtig rocken willst, hier rechts oben im i einfach direkt nach diesem Video abchecken. Press dir die Birne voll. Ich weiß, das ist jetzt vollkommen entgegen von dem, was alle sagen. Und ich als Abiturcoach sollte wahrscheinlich auch irgendwas sagen von fang lange an und dann ist alles ganz entspannt. Und das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Und es ist natürlich, wenn du langfristig dich vorbereitest, wenn du auch am letzten Tag vielleicht nur noch ganz wenig lernst, habe ich auch ja schon ein Video gemacht, wie du die letzten 24 Stunden vor einer Klausur nutzen solltest. Das ist auch hier rechts oben im i, gilt natürlich auch für die Abiturprüfung und wird natürlich gerade da extrem wichtig. Aber wenn du merkst, okay, ich komme zeitig nicht ganz hin, dann ist es vollkommen legitim, auch im Bezug aufs Abitur, dir am Vortag nochmal richtig alles reinzusagen, wenn du noch viele Dinge aufzuholen hast. Es funktioniert. Ich habe letztes Jahr das bei so vielen Leuten gesehen,
Es funktioniert, es ist nicht das Beste, fühlt sich auch nicht am angenehmsten an, ja, aber es ist vollkommen legitim, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei diesen verdammten Abiturprüfungen geht es einfach nur noch darum, dass du deine Note bekommst und danach darfst du es auch einfach vergessen. Du wirst es in 99% deinem Leben garantiert nicht mehr brauchen. Fünftens, hol dir mich als deinen persönlichen Coach. Das geht auf gar keinen Fall jetzt an diejenigen, die sagen, oh, ich schaffen, ja, sondern es geht an diejenigen, die es wirklich ernst meinen. Es geht auch nicht an diejenigen, die sowieso 1-0 schaffen. Auch an die geht es nicht. Das richtet sich an all diejenigen, die mir sagen, egal welcher Notenschnitt, aber die sagen, mir ist mein Abi extrem wichtig und ich möchte jemanden haben, der sich da richtig gut auskennt und ich will einfach das Maximum aus meinem Abitur rausholen. Ob das jetzt für dich eine 1-1, eine 1-3 oder was auch immer bedeutet oder eine 2-5 oder es überhaupt nur zu schaffen, das ist egal. Wichtig ist nur, dass es dir wichtig ist und dass du es ernst nimmst. Das ist das Entscheidende. Wenn das auf dich zutrifft, dann sind zumindest mal, sag ich mal, die ersten Grundvoraussetzungen für eine potenzielle Zusammenarbeit gelegt. Und ich kann wirklich nur sagen, dass es einfach, glaube ich, aktuell nichts Besseres gibt, als für diejenigen, die es wirklich wollen, in unser Traumabitur-Coaching-Programm reinzukommen. Vor allem, weil du dieses Abitur nur ein einziges Mal schreiben wirst. Wenn du das möchtest, wenn du da versuchen möchtest reinzukommen, dann schreib einfach unten, du musst nicht schreiben, einfach auf den Link klicken und dir einen Termin auswählen. Da wird sich dann ein Mitarbeiter aus meinem Team bei dir melden, schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, ob und wie wir dir helfen können. Und dann hast du auch bald vielleicht sogar die Möglichkeit, mit mir persönlich zu sprechen und dann vielleicht im Anschluss sogar von mir gecoacht zu werden. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.